Und damit herzlich willkommen! Und Moment, ich klappe. Ihr wollt euch taxen jetzt? Natürlich! Und ein oh Mann, ich war doch schon so weit. So, kann ich jetzt hier irgendwie, warte mal, von oben ein bisschen was... SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Natürlich nicht. Wer war die waren... Du willst mich taxieren? Muschelmist. Das Problem, wenn der drei gleichzeitig auf dich, auf den Sack gehen. Wie eine Frühlingsbrise. So, erstmal weiter zu schaffen. Blasenpower. Was willst du mich jetzt verarschen? Weg, Mann! Karlchen! Karlchen! Auf von dir! Meine Güte! So, ich glaube, das sind jetzt die Dicken. Sind das die Dicken oder was gewesen? Ja, ne? Dicker. Doch, ne, Dicker kann nochmal nachspawnen, alles klar. So, gut, okay. Dann weiß ich Bescheid, dass das die Kleinen sind hier unten. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen aufpassen. Alles klar. Alter. Ach, alter Mann, ey. Warum von mir jetzt? Einsatzleitung, es kann losgehen. Nicht wirklich. Och Mann, geht ihr mir auf den Sinker, ey. Ja, ich muss es ja eh machen. Mann, geh mir nicht auf die Sinke! Ach Mann, gehst du mir auf den Eier heute mit deinem Scheiß, ey! Ich will dieses Level mal schaffen! Ach Mann, haut doch mal jetzt ab von mir. Ouch.
Mann, hau ab, ihr Zombie hinter mir! Genau meine Größe! Autsch! Autsch! Bereit für einen weiteren Fall. Es ist so zum Brechen gerade, also ich. Du mit deinem Scheiß machen. Boah, Mann, ich krieg diese Motten gerade mit diesem Level. Also der ist jetzt richtig schlimm hier. Geh mich auf Feuer. Ich habe eine Socke. Hurra. Aber du hast... Also ich brich dieses Level nicht gleich ab. Ich hab da... Scheiß auf den... Mann! Dieser scheiß Mistvieh geht mir auf den Senkel. Dieser kleine... Du gehst mir auf die Eier die ganze Zeit, Mann! Alle Neune! Raus mit dir! Ja, und dann fällst du noch runter, wenn du runterrutscht auf der Schaft. Mann, hau ab von mir jetzt endlich! Kann ich jetzt mal irgendwie ein bisschen Ruhe reinbringen in dieses Spiel? Ich komme! Danke, Carlson, weil du unbedingt mich da noch einmischen musst. Das ist schlimm mit dem Level. Tschüss, ich mische mich auch noch mit ein. Lass mich in Ruhe, ey. Es ist schlimm. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So.
Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Ich nehme mich erstmal kurz die Großen hier raus, die zwei. Weil die mir schon mal auf. Dann gehen die mir schon mal nicht mehr auf. Mal auf. Sei auf. Ei. Na geil. Ich bin zu klar. So, der hast du schon mal Geschichte, oder? Ja. Natürlich. Soll das hier brennen, Karlsson brennen oder was? Geil. Ja, nicht. Einen habe ich weniger jetzt oben. Ich spanne aber auch gerade an allem vorbei da oben. Jetzt muss ich gucken, dass ich da wieder rüberkomme, ne? Heile. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So. Das müsste jetzt brennen. Karlsson brennen sein. Glaube ich, der hier, oder? Nein! SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Nein! Oh, was für ein dummer fucking Fehler, ey! Nein, das geht nicht. Das müssen wir alles nochmal neu machen. Genau meine Größe. Geh mir nicht auf Eier. Ich rede nicht über den Geruch von Seifenblasen. Ich fresse es. Riecht nach. Nee, das ist hier. Straßenblätter voraus. Das ist okay. Fuck, ich hab den nicht getroffen. Eigentlich will ich jetzt mal hier die großen Asche. Oh Mann, ey, das Level, das ich, wenn ich ehrlich bin, scheiße ich gerade auf was auf. Mann! Ja, feier dich, du kleiner. Alter, boah, ist doch schlimm mit den Dingern, ey. Es glänzt. Ernsthaft? Ich laufe diese Scheißkugel rein, Mann! Ich hab sie doch alle schon runter gehabt! Sag doch mal auf das letzte Mal, danach sage ich dir einfach Scheiß drauf.
geht doch nicht über den Geruch von Seifenblasenmord. Das riecht nach... Garagenglätte voraus! Ich habe keine Lust auf dieses Level, weil, wie gesagt, das geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Dann habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr das heute auch nochmal. Müsst ihr das halt mit jemandem anders machen. Ich mache es nicht mehr. So, jetzt muss ich gucken, wie weit ich hier komme. Jetzt komme ich da natürlich nicht rüber, weil das natürlich jetzt übelst hier. Jetzt muss ich zu Patrick. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Wahrscheinlich ist der, hat er seine Kugel. Ja. Seine Dings wieder hergestellt bis vor euch. Ah. Da ist er. Och, Menno, ich hab die Nase so derbe voll. Ja, ich muss am Anfang nochmal neu starten. Komplett am Anfang nochmal neu. Autsch. Autsch. Ah, Mann, ist das schlimm mit dem scheiß Traum. Das ist schlimm gerade hier. Weil du nichts gebacken bekommst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist nur ein Ding, was da frei ist, oder nicht? Natürlich, in dem Moment gehst du natürlich wieder weg. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Autsch. Also ich breche jetzt hier gleich Level SpongeBob, also das Ding hier gerade ab. Weil das ist gerade reine Qual. Mann, wenn du da rüber willst. Ich bin schon wieder beim Vorletzten gewesen. Autsch! Klar, du kommst vorher wieder hoch oder durch, geh mal direkt wieder runter. Checkpoint. Soll ich raten? Jetzt habe ich durch Patricks Baum. Okay, ich darf jetzt nicht Patricks Baum spielen. Traum spielen. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich da rüberkomme. Jetzt habe ich mir jetzt mal den Fangwender hier. Also das ist gerade extrem schlimm hier, was hier gerade abgeht. So, jetzt habe ich wenigstens den Checkpoint, das Ding. Also ich verstehe. Warte mal, ist das alles? Ist das alles eigentlich? Der hat ja, den haben wir ja schon. Okay. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir Patricks Traum noch spielen und dann haben wir das Ding eigentlich Gott sei Dank absolviert. Also ich bin vor Mr. Quest Traum, das ist eine Horror gerade. Also ich war ja schon so weit und dann bricht er das Ding komplett raus. In der nächsten Folge probieren wir Patricks Traum. Ich bin froh, wenn wir hier durch sind und damit herzlich willkommen erstmal zurück zu SpongeBob. Wir machen heute Patricks Traum. Oder versuchen zumindest. Patrick, du hast einen goldenen Pfannenwender.
gib ihn her. Nicht so schnell, SpongeBob. Erst musst du meine Prüfung bestehen, bevor du diesen goldenen Pfannenwender bekommst. In Ordnung, Sir. Herausforderung angenommen. Also gut. Deine Herausforderung ist es, den goldenen Pfannenwender zu finden. Da ist er. Du hast es geschafft. Und hier ist deine Belohnung. Ernsthaft? Das ist es? Was ist das denn? What the fuck? Ich dachte, wir haben hier irgendwie eine Aufgabe noch, aber nein. Aufgabe ist erledigt. Ei. Ich glaube jetzt. So, die Stelle da. Heieiei. Ich komme. Guck mal, da kommt noch einer. Nimm das. Ernsthaft, ey. Das ist ein schlechter Scheißscherz, oder was? Aber wie komme ich jetzt? Soll ich jetzt nochmal. Muss ich jetzt nochmal zurückziehen über die Stinger zu. Patricks Traum war jetzt nicht sonderlich schwer. Autsch! Scheiße. Autsch! Tschüss. Also, weiß ich nicht, der Traum auf jeden Fall war. Komm ich denn nicht? Okay. Keine Ahnung. Du möchtest jetzt gehen. Ich weiß, dass es. Danke. Okay, den kann ich leider nicht. Ich will aber diesen Pfannenwender noch haben. Ja, komm, das heißt drum. Wir schließen das Ding ab. Ich kann es nicht mehr. Ich habe gedacht, ja, wie mache ich das heute? Ja, egal, wir haben die Aufgabe gelöst. So, wie viel haben wir an Dingern? SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. 47. Ich brauche 3 Stück. Also müssen wir nochmal zu Mr. Krabs. Weil wir das nächste Level angehen wollen. Das ist aber noch nicht. Das ist aber zu lange, die zu kurze Folge. Roll den Schwamm. Moinsen. Du willst also glänzende Objekte. Das ist hochqualitativer. So. Holen wir die noch. Du willst also glänzende Objekte. Das ist hoch. Haben wir erzählt. Du willst also. Das ist hoch. So, die haben wir gemacht. Nummer 50. So, und jetzt brauchen wir noch ein Level, dann hätten wir es auch geschafft. Ja, es ist halt eine arschkurze Folge, weil ich hatte auch schon erwartet, dass ein bisschen mehr zu tun ist. Aber der Traum, also der Mr. Krabs Traum, ey, das ist ja reiner Horror. Ja, das hängen wir doch in der nächsten Folge dran, glaube ich.